Herr Kollege Minzmeier, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Reisen in Zeiten von Corona ist keine leichte Sache. Reisewarnungen, Risikogebiete oder die Pflichtquarantäne nach der Reiserückkehr sorgen zuverlässig dafür, dass die Menschen eben nicht mehr reisen. Und außerdem scheint Reisen ja auch politisch nicht mehr erwünscht zu sein. Das wird zumindest von der Bundesregierung vor jedem neuen Corona-Gipfel bestätigt. Und zu Hause bleiben ist wohl die neue Staatsräson. Dabei bleibt aber nicht nur unser aller Wunsch zu verreisen auf der Strecke, sondern auch die deutsche Reisewirtschaft. Und diese beklagte 2020 einen unfassbaren Verlust von 28 Milliarden Euro. Und es ist deshalb absolut richtig, wenn die FDP heute mit drei guten Anträgen auf verschiedenen Ebenen ein Wiederanfahren des Tourismus einfordert. Dem Luftverkehrsantrag haben wir in den Ausschussberatungen bereits zugestimmt. Und auch die beiden neuen Anträge zum Neustart des Tourismus können wir mittragen. Kurzum, wir sind für all das, was verantwortbar ist und den Menschen ihre Freiheit wiedergibt. Verzagtheit und Bevormundung wohnen im Kanzleramt. Wir stehen für freie Menschen und für Vernunft. Und apropos Verzagtheit und Versagen, wenn heute hier in dieser wichtigen Debatte der Beauftragte der Bundesregierung für Tourismus überhaupt nicht da ist, die beiden Sprecher, die tourismuspolitischen Sprecher der Regierungskoalition, sich nicht ans Pult trauen und die Rede zu Protokoll geben und von der SPD kein einziger in dieser Debatte spricht, dann ist es ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren, und Sie sollten sich schämen dafür. Meine Damen und Herren, wenn jetzt kein Ausbruch aus dem Lockdown gelingt, droht Tausenden von Menschen im Tourismus ein Jobverlust. Mutige Selbstständige, die ihr ganzes Vermögen in ihre Übernachtungsbetriebe, Restaurants, Cafés, in die Busunternehmen oder Reisebüros gesteckt haben, die stehen vor dem Totalverlust ihres Lebenswerks. Wir dürfen nicht weiter in der Schockstarre dieses Lockdowns verharren. Das Virus wird nicht einfach verschwinden, so sehr wir uns es auch wünschen. Deshalb hilft es alles nichts. Wir können jetzt nicht einfach die Welt anhalten. Wir müssen jetzt weitermachen. Und was wir wissen mittlerweile über dieses Virus, das genügt, um zu wissen, wie man die verwundbarsten Menschen in unserer Mitte schützt. Und es ist eben keine Option, uns alle zu Hause einzumauern, bis irgendwie alles den Bach runtergeht, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir keine Probleme damit, heute die Anstrengungen der Liberalen zu unterstützen, um gemeinsam den Zusammenbruch der Tourismuswirtschaft abzuwenden. Aber ich will an dieser Stelle schon daran erinnern, dass es die AfD war, die als erste Kraft für eine konsequente Aufhebung des Lockdowns bei gleichzeitigem Schutz der Risikogruppen in unserem Land eingetreten ist. Und als Sie hier, liebe FDP-Fraktion, am 4. März hier im Bundestag die Möglichkeit hatten, diesen Kurs zu unterstützen, haben Sie sich verweigert. Das ist leider die Wahrheit. Ohnehin muss man zugeben, ist Ihr Retterimage, das Sie hier propagieren, das ist natürlich schnell dahin, wenn man dann in die Länder schaut, in denen Sie in der Regierung sitzen. Dort setzt die FDP, die ja konsequent für Öffnungsschritte eintritt, nämlich keine um. Keine FDP, die den Betrieben beispringt, denen das Wasser bis zum Hals steht. Und in Rheinland-Pfalz, tut mir leid, der Herr Wissing, stellvertretender Ministerpräsident, hat alle Lockdowns mitgetragen, hat alles dicht gemacht in Rheinland-Pfalz. Also was Sie hier sagen, ist einfach, Sie plappern hier viel, in der Theorie sind Sie stark, aber in der Praxis kriegen Sie nichts mehr hin, meine Damen und Herren. Ein Beispiel. Bis heute konnten Sie mir nicht überzeugend erklären. Ja, fangen Sie gleich mal damit an. Warum sollte kontaktarmer Urlaub in der Ferienwohnung, warum soll der gefährlicher sein, als in der eigenen Wohnung zu bleiben? Gleiches gilt für die Urlaube in Wohnmobilen oder im Wohnwagen mit Sanitäreinrichtungen. Aber selbst diesen kleinen Schritt konnten Sie doch überhaupt nicht umsetzen. Was ist denn mit Rheinland-Pfalz und den anderen Ländern, wo Sie regieren? Haben Sie den umgesetzt oder nicht? Nix. Pustekuchen. Sie sind eine machtlose Opposition im Bund. Da nehmen Sie den Mund sehr voll und führen heute die Oper Tourismus Neustart in drei Akten auf. Ja, das können Sie. Aber als an der Macht beteiligte Regierungspartei, da wo es drauf ankommt, in den Ländern, da bekommen Sie keinen Ihrer großen Öffnungspläne auf die Reihe, obwohl Tourismus in erster Lage Ländersache ist, meine Damen und Herren. Aber Schwamm drüber, heute stehen wir ja trotzdem an Ihrer Seite, um den Menschen zu helfen, die durch die Lockdown-Politik der Bundesregierung unverschuldet vor dem Abgrund stehen. Denn diese Menschen brauchen Fürsprecher. Und deshalb stellen wir auch weiterhin Anträge im Interesse der Menschen in unserem Land. Und wir stimmen Ihnen auch weiterhin zu und sagen, dort, wo Sie recht haben, haben Sie recht, obwohl Sie als Musterdemokraten unsere sachgleichen Anträge ja stets ablehnen. Aber diese Scheinheiligkeit sehen die Menschen, und die Zeit spielt für uns, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.